Fragen möchten. Nun ist es nicht nur möglich, die Kommunikation mittels elektromagnetischer Wellen dadurch zu beeinflussen, dass man die Sprache, die die Menschen hervorbringen, beeinflusst. Elektromagnetische Wellen können auch dazu dienen, dass man Sprache durch diese elektromagnetischen Wellen direkt in die Gehirne von Menschen hineinstrahlt. Es hat seit den 50er Jahren, ist es vorher schon aufgefallen, dass Versuchspersonen, die an solchen Experimenten teilnahmen, dass die auch über Höreindrücke berichten. Also die ersten Höreindrücke, über die berichtet worden ist, das war so ein Klicken, ein Summen. Viele Forscher vergleichen das mit so einer Art Tinnitus. Es könnte also durchaus sein, dass das Phänomen des Tinnitus, dieses Summgeräusch oder Pfeifgeräusch, was man hat, dass das die Ursache vielleicht gar nicht im Körper selber hat, ursprünglich, sondern dass das einfach elektromagnetische Wellen sind. Wenn man sich vorstellt, dass wir umgeben sind von elektromagnetischen Wellen aller Art, also selbst durch diesen Raum, Funkwellen, Radarwellen, Fernseh, Radio, selbst das Handy, also dieses kleine Telefon, funktioniert ja auch mit elektromagnetischen Wellen. Und dieses ganze Wellenchaos umgibt uns ständig. Und die Wellen und die Frequenzen, die genutzt werden, werden immer mehr. Und zwangsläufig muss es dann irgendwann mal dazu führen, dass bestimmte Personen dann irgendeine von diesen dazukommenden Wellen auch spüren. Und das könnte eine Erklärung sein für dieses Tinnitus-Phänomen. Aber zurück zu diesen Untersuchungen aus den USA. Also angefangen, wie gesagt, hat alles mit Klickgeräuschen, mit Klopfgeräuschen. Man hat das Ganze etwas verfeinern können, dass also auch ein bestimmter Rhythmus mit diesen elektromagnetischen Wellen hörbar gemacht werden konnte. Dass verschiedene Arten dieser Höreindrücke, also gezielt ein Ticken hervorgerufen werden konnte oder gezielt ein rhythmisches Pfeifen. Aber das alles langt natürlich noch nicht aus, um irgendwelche Befehle in das Gehirn von anderen Menschen zu bringen. Aber auch das ist dann den Forschern gelungen und die Forscher, denen das dann gelungen ist, das waren zufälligerweise Forscher, die in einem Laboratorium der US Navy gearbeitet haben. Das heißt also Forscher, die im Solde des, wie sich das in den USA nennt, militärisch-industriellen Komplexes standen. Und diese Forscher haben also ihre eigene Sprache auf elektromagnetische Wellen aufmoduliert. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, bedeutet aber nichts anderes, als dass sie ihre eigenen Sprachfrequenzen in solche elektromagnetischen Wellen hineingebracht haben und haben das dann erst in einem Selbstversuch ausprobiert. Und siehe da, es war so möglich, dass diese Sprache rein mit elektromagnetischen Wellen verstanden werden konnte. Und sie haben dann etwas weiter geforscht und es war so auch möglich, dass man ganze Wörter, ganze Sätze und auch längere Sätze halt mittels elektromagnetischer Wellen den Menschen verständlich machen kann. Alles, was danach in dieser Forschung passiert ist, das ist der Öffentlichkeit mittlerweile überhaupt nicht mehr zugänglich. Das liegt natürlich daran, dass die Forscher im Solde der Armee stehen und denen natürlich verboten worden ist, ihre Erkenntnisse weiter zu verbreiten. An sich ist es natürlich ein ziemlich revolutionäres Erkenntnis. Also ich brauchte zum Beispiel kein Radio mehr, sondern ich konnte einfach durch bestimmte elektromagnetische Wellen direkt in meinem Kopf Radiofrequenzen, also Radioprogramme empfangen. Da das Militär diese ganzen Sachen allerdings zur Mindkontrolle benutzt, ist über die weitere Forschung in der Öffentlichkeit überhaupt nichts mehr zu lesen. Es gibt ein paar Hinweise darauf, wann so etwas genutzt worden ist. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass vor 5 oder 6 Jahren in Waco in Texas die Sekte der Davidianer von FBI und von NSA belagert worden ist. Und die Belagerung dauerte dann mehrere Wochen und zum Schluss ist dann das Riesengebäude, wo die Davidianer drin waren, in Flammen aufgegangen. Es gibt jetzt vereinzelte Zeitschriftenartikel aus den USA, die davon ausgehen, dass das FBI damals gezielt solche elektromagnetischen Botschaften, in denen Sprache drin war, in dieses Gebäude gesandt hat und dass das dann diese Stimmen Gottes waren, die also der David Koresh, der Leiter der Davidianer, die er dann zu hören glaubte. Das führte zum Schluss dazu, dass also die Davidianer selber sehr verwirrt waren und dass also der Angriff des FBI und der NSA auf das Gebäude dann eben in diesem schrecklichen Brand geendet ist, wo also die meisten der Davidianer umgekommen sind. Das ist aber ein Hinweis darauf, dass solche Sachen tatsächlich genutzt werden vom US-Militär. Es gibt einen anderen Hinweis darauf, dass das US-Militär elektromagnetische Waffen benutzt, wo jetzt nicht Sprache genutzt wird, sondern da macht man sich eines der anderen Phänomene elektromagnetischer Wellen zunutze. Dieses Phänomen ist, dass
Menschen, wenn sie mit einer bestimmten Modulation bestrahlt werden, verwirrt sind, dass sie die Schweißausbrüche bekommen, dass sie nicht mehr wissen, wo sie sind, dass sie sich sozusagen nicht mehr kampffähig sind, um in diesem Jargon zu bleiben, wenn man es halt im Kriege benutzt. Und es ist tatsächlich im Kriegen benutzt worden, und zwar im Krieg gegen Irak, in dem ersten Golfkrieg. Da gibt es vom Fernsehsender CNN einen Filmbericht, der anscheinend damals durch die Zensur durchgerutscht ist. Auf diesem Film sieht man Folgendes. Es ist ein Bunker dort zu sehen. Dieser Bunker ist ein Bunker der Iraker und es sind dort irakische Elitetruppen drin. Dann sieht man, wie ein Hubschrauber über diesen Bunker fliegt. Dieser Hubschrauber ist ein amerikanischer Hubschrauber und der verbleibt dort für 3-4 Minuten. Und nach diesen 3-4 Minuten kommen die Soldaten, die irakischen Soldaten, aus dem Bunker herausgerannt mit erhobenen Händen und ergeben sich dem Kamerateam von CNN, der das Ganze gefilmt hat. Also damals ist das dann hier auch teilweise durch die Presse gegangen. Da hieß es ja, guck mal, die irakischen Soldaten sind so demoralisiert, dass sie sich also selbst schon Kamerateams ergeben. Wenn man allerdings weiß, dass die Möglichkeit besteht, dass man mit einem Hubschrauber elektromagnetische Wellen auf diesen Bunker runterlässt und die Reaktion der Soldaten in diesem Bunker eine typische Reaktion ist auf bestimmte elektromagnetische Wellen, da kann das durchaus ein Beleg dafür sein, dass die Amerikaner im Kriegen so etwas nutzen. Es gibt andere Hinweise oder Andeutungen darüber, dass das jetzt auch im Krieg in Serbien und vorher schon in den Bosnienkriegen genutzt worden ist. Auch in Somalia sollen die Amerikaner irgendetwas aus diesem Bereich elektromagnetische Waffen eingesetzt haben. Die US Air Force hat sogar selber Berichte herausgegeben, in denen man nachlesen kann, wie also der Zeitplan ist, wo solche Sachen entwickelt worden sind. Und hier sieht man zum Beispiel einen Zeitplan, wo also aufgeführt ist, wann etwas entwickelt wird, wann die Forschung ist, wann etwas gebaut werden soll. Und ich kann Ihnen also aufgrund der Recherchen, die ich gemacht habe, aufgrund der Dokumente, die ich gesammelt habe, kann ich Ihnen versichern, sie liegen voll im Zeitplan. Also es gibt also, das erstaunt immer wieder, dass viele solcher Sachen öffentlich herausgegeben werden. Man muss also nur wissen, unter welchen Stichworten man zum Beispiel im Internet oder in irgendwelchen Bibliotheken suchen muss und schon kann man eine ganze Menge an Informationen zutage fördern. Und wenn man zum Beispiel diesen Zeitplan vergleicht mit den Untersuchungen, die in Fachzeitschriften veröffentlicht worden sind zu diesem Thema, dann sind die Parallelen ganz eindeutig. Also dieser Zeitplan, der wird streng eingehalten. Nun ist es nicht nur so, dass sich die amerikanischen Militärs solcher Sachen benutzen, sondern im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist wirklich fast alles möglich. Selbst ein normaler Bürger, sofern er über das nötige Kleingeld verfügt, kann sich solche elektromagnetischen Waffen kaufen. Das hört sich zwar abenteuerlich an, aber dem ist wirklich so. Was man hier als Folie sieht, das ist das Titelbild eines Versandkataloges, in dem eben solche elektromagnetischen Waffen als Bausatz oder als Baupläne zu bestellen sind. Die Sachen kosten dann 400, 500 Dollar. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier in Deutschland nicht erlaubt ist, solche Bausätze zu erwerben, aufgrund irgendwelcher funktechnischen Sachen. In den USA aber ist es überhaupt kein Problem, man kann es dort bestellen, nutzen. In diesem Katalog gibt es also nicht nur elektromagnetische Waffen, es gibt auch Bücher zu Mind Control, dass man sich selber Mind Control-Maschinen baut. Es gibt also die ganze Palette von fortgeschrittener Mind Control ist dort eigentlich erhältlich. Und wenn ich eben das Beispiel brachte von diesem CNN-Bericht, wo die Soldaten also völlig verwirrt, desorientiert waren, auch das können Sie, wenn Sie amerikanische Staatsbürger sind, können Sie erwerben. Nämlich diese Anzeige, die Sie hier sehen, das ist nichts anderes als so eine Art elektromagnetisches Schockfeld, was man als Einbruchssicherung um sein Haus legen kann. Und wenn dann irgendwelche Einbrecher kommen und dieses elektromagnetische Feld betreten, dann wird ihnen schlecht, sie wissen nicht mehr, was sie da wollen und können dann von der Polizei eingesammelt werden. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es in den USA für Privatbürger möglich ist, solche Sachen zu erwerben, da kann man sich auch vorstellen, wie viel weiter fortgeschritten die Technik ist, die das Militär nutzt. Das sind wahrscheinlich Sachen, wo wir uns gar nicht träumen lassen können, dass diese Möglichkeiten überhaupt bestehen. Ich habe am Anfang von diesem zweiten Teil die Frage gestellt, ist es möglich, dass zum Beispiel hier in Deutschland in einem Dorf alle männlichen Bewohner zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Kopfstand machen?
Ob das mit dem Kopfstand so ist, weiß ich nicht. Es ist aber in der Tat so, dass die Amerikaner hier in Deutschland in der Pfalz mittlerweile ein Laboratoriumsgelände eingerichtet haben, in dem sie genau das machen, was sie vorher eigentlich nur in den USA gemacht haben, nämlich elektromagnetische Waffen testen. Dieses Laboratoriumsgelände liegt in der Nähe von Kaiserslautern. Dort gibt es den sogenannten Donnersberg. Dieser Donnersberg war bis vor mehreren Jahren ein unterirdisches Lager für die Atomraketen, die Amerikaner hier in Deutschland stationiert hatten. Diese Atomraketen sind mittlerweile verschwunden aus Deutschland, aber als Ersatz für diese Atomraketen ist ein Spezialforschungsteam aus den USA dort in diese unterirdischen Hallen eingezogen, zusammen mit einer Spezialbewachungsmannschaft, die es hier in Deutschland auch nur gibt, an diesem Donnersberg, auf dieser ehemaligen oder immer noch US-Luftwaffenbasis. Irgendeiner der Offiziere dort muss mal geplaudert haben und er hat also zugegeben, dass die Mindkontrollwaffen oder die elektromagnetischen Manipulationsinstrumente, die dort am Donnersberg erforscht, getestet werden, dass die auch tatsächlich an der deutschen Bevölkerung, die dort in der Umgebung wohnt, vom Donnersberg auch getestet wird. Also es kann durchaus sein, dass irgendwann in ein paar Jahren in einem Dorf in der Nähe vom Donnersberg wirklich alle männlichen Bewohner zu einem bestimmten Zeitpunkt mal einen Handstand machen. Und dann weiß man halt, wer diesen Handstand dann verursacht hat. Die Verbreitung elektromagnetischer Wellen großflächig ist eigentlich überhaupt kein Problem mehr mittlerweile. Was Sie hier sehen, das ist ein Sendemast für das Mobilfunknetz oder für eines der verschiedenen Mobilfunknetze. Diese Sendemasten sind überall über ganz Deutschland verteilt, damit also Deutschland flächendeckend per Handy erreichbar ist. Mittlerweile gibt es auch christliche Kirchen, die ihre Kirchtürme vermieten, damit da solche Sendemasten eingebaut werden können. Und von diesen Sendeanlagen ist es eigentlich überhaupt kein Problem, großflächig ganze Gebiete mit elektromagnetischen Wellen zu bestrahlen. Das heißt also, wenn in Deutschland vielleicht mal soziale Unruhen gibt, weil die Arbeitslosigkeit noch mehr steigt, weil die Ökosteuer noch mehr steigt oder aus anderen Gründen, dann könnte es, zumindest Bestände, rein theoretisch, technisch die Möglichkeit, dann könnten elektromagnetische Waffen und Wellen eingesetzt werden, um zum Beispiel Großdemonstrationen aufzulösen. In den USA gibt es die sogenannten Non-Lethal Weapons, das heißt also nicht tödliche Waffen. Und diese Waffen dienen eigentlich genau zu dem, was ich eben hier für Deutschland andeutete. Es geht da um Riot Control, also die Kontrolle von aggressiven, von gewalttätigen Menschenmassen. Und wenn man sich anschaut, was die US-Regierung oder US-Regierungsstellen in ihrem Arsenal drin haben und wo sie auch offen zugeben, wozu das dient, dann tauchen dort auch immer wieder elektromagnetische Waffen, elektromagnetische Geräte auf, die zu nichts anderem dienen, als unruhige Menschenmassen ruhig zu stellen. Also auch im eigenen Land, also die US-Regierung beschränkt den Einsatz von elektromagnetischen Wellen nicht mehr auf Kriegsszenarien, sondern auch im eigenen Land. Und in diesem Zusammenhang sei nur kurz erwähnt, das Montauk-Projekt, wenn man sich die Bücher durchliest, tauchen dort auch öfters mal unter Ereignisse auf, wo darüber berichtet wird, dass in der Gegend von Montauk halt auch die Bürger auf einmal aggressiv geworden sind oder wo irgendwelche Verhaltensweisen gezeigt worden sind, die durch elektromagnetische Wellen hervorgerufen werden könnten. Für Deutschland selber gibt es jetzt noch drei weitere Hinweise darauf, dass auch unsere Regierung zumindest im Hinterkopf hat, elektromagnetische Wellen mal einsetzen zu können. Gut, zum einen gibt es natürlich wissenschaftliche Zusammenarbeit seit den 60er Jahren. Was an dritter Stelle dort steht, ist ein Bericht, der einmal in der Frankfurter Allgemeinen und in der Zeit drin stand. Es geht also darum, dass palästinensische Gefangene hier in Deutschland behaupten, sie hätten also wären mit elektromagnetischen Wellen bearbeitet worden, um sie dazu entsprechenden Aussagen zu zwingen. Also es gibt keinen Beweis, dass die Geschichte stimmt, es gibt aber auch keinen Beweis dafür, dass die Geschichte nicht stimmt. Am schwerwiegendsten meiner Meinung nach ist das, was dort in der Mitte steht, also dass die Bundesregierung oder Regierungsstellen eine CD-ROM mit Daten angefordert haben aus den USA, wo neueste Ergebnisse von elektromagnetischer Mindkontrolle aus den USA drin aufgeführt sind. Und ich frage mich, was möchte eine deutsche Bundesregierung mit einer solchen CD? Wozu? Die Möglichkeit besteht durchaus, dass sie diese Sachen eben anwenden möchten. Dass klassische Mind-Control hier in Deutschland angewendet worden ist und noch wird, darüber besteht mittlerweile kein Zweifel.
Ich möchte kurz nur erinnern an die Haftbedingungen der Guerilla, der RAF. Es gibt aus den 70er Jahren gibt es mehrere Stellungnahmen, mehrere Analysen von unabhängigen Ärztekomitees, in denen ganz klar gesagt worden ist, dass die Haftbedingungen der RAF durchaus in den Bereich Gehirnwäsche fallen. Es gibt ein Buch über Militärpsychologie, auch aus den 80er Jahren. In dem Buch über Militärpsychologie werden vier Länder aufgeführt, in denen klassische Mindkontrolle gegen Gehirnwäsche betrieben wird. Das sind die UdSSR, Ho-China, die USA und die Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesrepublik Deutschland steht deswegen dort drin, eben wegen der Haftbedingungen der RAF. Es hat auch in Deutschland noch mehrere Forschungsinstitute gegeben, die sich auch mit einzelnen Aspekten der klassischen Mind-Control befasst haben. Und wenn klassische Mind-Control in Deutschland angewendet worden ist und vielleicht noch wird, warum sollte denn nicht auch fortgeschrittene Mind-Control hier bei uns angewendet werden? Im Bereich der fortgeschrittenen Mind-Control, den ich jetzt ansprechen möchte, ist der Bereich Implantate, Entführungen, Entführung durch Außerirdische, Entführung durch satanistische Kulte. Dass es solche Entführungen gibt, dass es Opfer gibt, dass es auch in diesem Zusammenhang Viehverstümmelungen gibt, dass es sogar Menschenverstümmelungen gibt, ist eigentlich unbestritten. Also, dass es Menschenverstümmelungen gibt, das ist noch nicht so bekannt. Es gibt aber in den USA ein Buch mit einem Titelbild, was also sehr schockierend ist. Ich werde es aber trotzdem mal auflegen als Beleg dafür, wie also bei solchen Entführungen, wie dort vorgegangen wird, wenn man die Implantate, die in diesen Menschen versteckt worden sind, wieder hinausholen möchte. Was Sie dort sehen, das ist ein menschlicher Schädel. Sie sehen also die Zähne vorne, der Mund ist geöffnet und in dem Buch selber sind noch mehrere Bilder in Farbe. Wenn man sich diese Bilder anschaut, dann erkennt man deutliche Parallelen zu den Bildern, die es gibt von diesen Viehverstümmelungen. Also, Sie kennen das wahrscheinlich, wo dann bei einer Kuh zum Beispiel die Haut vom Unterkiefer getrennt worden ist. Das gibt es also mittlerweile nicht nur bei Tieren in den USA, in England und teilweise auch bei uns auf dem Kontinent, sondern das gibt es auch schon bei Menschen. Allerdings, aus Europa liegen mir noch keine Berichte darüber vor, dass also diese Verstümmelungen auch bei Menschen gemacht werden. Das kommt alles aus den USA bislang. Kontrovers ist das Thema deswegen, ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, diese Diskussion, die es gibt zwischen dem Ehepaar Lammer und Ilobrand von Ludwiger im Kopp-Dossier, wo jetzt wieder einige neue Artikel zu erschienen sind von anderen Leuten, die sich in diese Diskussion eingemischt haben. Der zentrale Streitpunkt geht eigentlich darum, erstens, sind es überhaupt Außerirdische, die hinter diesen ganzen Entführungen stecken, hinter diesen Implantationsgeschichten? Sind es keine Außerirdischen, sind es vielmehr satanistische Kulte oder sind es Regierungsstellen? Wer macht das Ganze? Es ist eigentlich egal, welcher Meinung man nur anhängt, weil keine dieser verschiedenen Sichtweisen kann alle Erscheinungen, die mit Entführungen und Implantaten zusammenhängen, kann die erklären. Es gibt also eine Grauzone, die von überhaupt keiner dieser verschiedenen Erklärungen erfasst wird. Es kann also durchaus sein, dass hinter diesen ganzen Entführungsgeschichten doch etwas völlig anderes hintersteckt, als sich weder Ilobrand von Ludwiger noch das Ehepaar Lammer noch ich im Moment noch vorstellen können. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass Außerirdische mit diesem ganzen Geschehen überhaupt nichts zu tun haben, sondern dass man das Ganze mit irdischer Technik erklären kann. Dass man das Ganze mit irdischer Technik erklären kann und ich betone das deswegen so, weil wenn es unsere Regierungen sind, wenn es die Regierung der USA sind, die mit uns zusammen mit Deutschland in der NATO sind, dann geht von diesen Regierungen eine Gefahr aus, nicht nur für uns Menschen, es geht eine Gefahr aus eigentlich für die ganze Welt, dann werden die grundlegenden Menschenrechte durch diese Regierungen in den Schmutz getreten. Ich möchte kurz versuchen, meine These, dass das also alles nur auf irdischer Technik beruht, mit einigen Sachen zu stützen. Um UFO-Erscheinungen zu erklären,
gibt es genügend Hinweise darauf, dass diese UFO-Sichtungen, militärische Geheimentwicklungen sind, die hauptsächlich in den USA und in Kanada, aber zum Teil auch in Russland entwickelt worden sind. Es gibt im US-Patentamt gibt es eine ganze Menge Patente, die sich ausdrücklich mit fliegenden Scheiben, mit fliegenden Untertassen befassen. Und das eins der letzten Patente ist sogar von zwei Personen dort eingereicht worden, die hier in Deutschland in Düsseldorf wohnen. Dann, wenn man sich etwas näher in diese Materie eindringt, stellt man sehr schnell fest, dass es gerade in den 50er und 60er Jahren auf der ganzen Welt Konstruktionen gegeben hat, die von Militärs oder von Privatfirmen gebaut worden sind, die in ihrem Aussehen, in ihren Flugeigenschaften sehr stark an das erinnern, was gemeinhin als UFOs bezeichnet wird. Mittlerweile hat auch das CIA eine ganze Reihe von Dokumenten freigegeben, die noch in den 50er, 60er Jahren dort der Geheimhaltung angefallen sind. Es gibt sogar eine CD, auf der viele dieser Dokumente ansehbar sind. Auch im Internet kann man so etwas bekommen. Die Frage stellt sich natürlich immer nur, inwieweit ist das echt? Oder sind diese Dokumente eine Fälschung? Ich denke, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass zumindest ein Teil dieser Dokumente echt ist. Es hat in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, hat es schon seit den 20er Jahren hat es Bestrebungen gegeben, von dieser herkömmlichen Flügelform bei Flugkörpern abzukommen und Flugkörper zu entwickeln, die gänzlich andere und verbesserte aerodynamische Eigenschaften haben. Und man ist sehr schnell darauf gekommen, dass ein kreisförmiges Flugzeug, was also wirklich nur aus einer Scheibe besteht, teilweise noch mit irgendwelchen Leitwerken zur Stabilisierung, dass das also eine Flugform ist, die wesentlich bessere Eigenschaften hat als die herkömmlichen Flugzeuge. Wenn man das einmal festgestellt hat, kann man sich natürlich auch denken, dass auch die Militärs dahinter her waren. Und mittlerweile steht es auch ohne Zweifel fest, dass also in Deutschland bis zum Jahr 1945 solche Flugscheiben oder fliegenden Untertassen gebaut worden sind. Und selbst das CIA muss mittlerweile zugeben, dass also viele UFO-Sichtungen darauf beruhen, dass militärische Geheimentwicklungen beobachtet worden sind. Also Sie kennen vielleicht die Area 51, also dieses Testgelände in den USA, wo es auch sehr viele Filmberichte darüber gibt. Und wenn man sich diese Filmberichte anschaut, sieht man zum Beispiel, dass dieser neue amerikanische Superbomber oder dieser Tarnkappenbomber und zig andere militärische Geheimentwicklungen dort getestet worden sind. Und wenn man solche Flugkörper am Himmel sieht, dann ist es durchaus möglich, dass diese Flugkörper das oder einen Teil dessen erklären können, was man als UFO-Erscheinungen auch Außerirdischen zuschreiben kann. Das Bild, was Sie hier sehen, das entstammt dem Nachlass von Andreas Epp. Andreas Epp ist vor zwei Jahren verstorben. Er war der letzte noch lebende Konstrukteur deutscher Flugscheiben. Ich befinde mich also in der glücklichen Situation, zusammen mit einem anderen den Nachlass von Andreas Epp aufzuarbeiten. Und wenn man sich anschaut, was Andreas Epp uns dort hinterlassen hat in seinem Nachlass, dann findet man die Konstruktionspläne für eine Flugscheibe, die mit herkömmlicher Technik funktioniert, die allerdings kreisrund ist und aerodynamische Eigenschaften hat, Flugmanöver zulässt, die all das erklären können, was UFO-Flugmanöver normalerweise, was bei denen zu sehen ist. Also, dass sie stillstehen können, dass die ihre Richtung ruckartig wechseln können. Alles das ist mit dieser Konstruktion, die Andreas Epp entwickelt hat, durchaus möglich. Und wenn man weiß, dass Andreas Epp also bis 1945 gearbeitet hat in Prag in den Skoda-Werken, wo eben diese reichsdeutschen, nennen wir jetzt mal reichsdeutschen Flugscheiben entwickelt worden sind und wo er sogar zwei Fotos hat von diesen Flugscheiben im Flug, in der Nähe von Prag, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass zumindest auch mit irdischer Technik genau das möglich ist, was als UFO-Erscheinung heute noch zu sehen ist. Andreas Epp hat bis in die 60er Jahre hinein seine Flugscheibe weiterentwickelt. Er hat sie auch verschiedentlich zum Patent
angeboten oder hat sie britischen oder amerikanischen Firmen angeboten zum Bau. Er ist bei diesen Angeboten sehr oft betrogen worden. Es ging den Firmen und auch den Amerikanern eigentlich nur darum, diese Technik für sich zu bekommen. Andreas Epp hat darüber und über andere Flugscheibenkonstrukteure, die es in Europa gab, nach dem Zweiten Weltkrieg zwei Schriften verfasst. Diese Schriften haben wir jetzt herausgegeben. Die Vorstellung, dass das, was Außerirdischen zugeschrieben wird, in Wahrheit irdische Technik ist, die war in den 50er Jahren wesentlich verbreiteter als hier. Es gab im Spiegel, gab es verschiedentlich Berichte darüber, auch in vielen anderen Zeitschriften in Deutschland und in Österreich gab es sehr ausführliche Berichte über Flugscheiben, über Flugscheibenkonstrukteure, über die Konstruktionen, die sie gemacht haben in den 40er Jahren und auch in den 50er Jahren. Also die Vorstellung, dass UFOs irdisch sind, das ist erst in den 60er, 70er Jahren, ist diese Vorstellung zurückgedrängt worden durch die Annahme, das Ganze sei außerirdische Technik. Bei der Technik der Implantate ist es genauso. Viele von den Sachen, wo es heißt, ja, das ist außerirdische Technik, die es hier nicht gibt auf der Erde, es sind außerirdische Legierungen und sowas. Ein Blick ins US-Patentamt im Internet reicht und man kann dort eine ganze Menge Patente herausfinden, wo Implantate beschrieben werden, die ausdrücklich dazu dienen, menschliche Verhaltenskontrolle auszuüben. Auf der anderen Seite gibt es Regierungsprogramme, die ausdrücklich dazu dienen, solche Implantate zu testen. Und man muss sich einmal versuchen vorzustellen, wie ein solches Regierungsprogramm aussehen könnte. Es gibt also Implantate, die vielleicht vorher an irgendwelchen Kühen oder Schafen auf der Weide getestet worden sind, ob sie überhaupt funktionieren. Damit diese Implantate nicht in unbefugte Hände fallen, hat man diese Implantate nach dem Test wieder diesen Tieren entfernt. Diese Entfernung, das ist das Ergebnis von dieser Entfernung, sind dann die sogenannten Vielverstümmelungen, wo es auch immer wieder heißt, ja, das würde also mit irgendwelchen Lasersachen gemacht und es wäre auf der Erde nicht möglich, das also irgendwo ambulant mit solchen Lasersachen zu machen. Es gibt ein Buch, das nennt sich Unterirdische Anlagen, das hat ein amerikanischer Autor verfasst, namens Sounder. Sounder beschäftigt sich damit, was es in den USA alles gibt an unterirdischen Anlagen und welchen Regierungsprojekten diese unterirdischen Anlagen unterstellt sind. In diesem Buch beschreibt er das Patent über ein tragbares Lasergerät und er ist der Auffassung und er legt eigentlich für mich recht schlüssig dar, dass dieses tragbare Lasergerät, was eigentlich bei der US Army in Gebrauch ist, um in Kriegssituationen im Feld Operationen durchführen zu können, dass dieses Lasergerät auch dazu eingesetzt wird, um diese Vielverstümmelung hervorzurufen. Also auch dort muss es sich nicht um irdische Technik handeln, um außerirdische Technik handeln. Es gibt auch dort durchaus Technik von der Erde, die diese Phänomene, die im Zusammenhang mit Implantaten stehen, hervorrufen können. Also deswegen, die Auffassung, die ich vertrete, unabhängig davon, gibt es jetzt Außerirdische, ja oder nein, alles, was mit dem Bereich Entführung, Implantate zu tun hat, dazu bedarf es keiner außerirdischen Erklärung. Wir müssen zusehen, dass wir diejenigen Regierungsstellen, diejenigen Militärs, die irdisch sind, die das durchführen, dass wir die bloßstellen und dass diese ganzen schrecklichen Sachen auf dem schnellsten Wege beendet werden. Es gibt immer vier Möglichkeiten, jetzt habe ich es schon bei dreien geschafft, das richtig hinzulegen. Wie funktionieren nun Implantate? Man muss sich ein Implantat eigentlich vorstellen, das ist eine kleine Sende- oder Empfangseinheit, die einem Menschen an irgendeiner Stelle des Körpers einoperiert wird. Diese Empfangseinheit ist über Satellit verbunden mit irgendeinem Computer, mit irgendeiner Sendestelle. Von dieser Sendestelle aus können entweder in das Implantat Botschaften geschickt werden oder das Implantat kann auf der anderen Seite irgendwelche Daten aus dem Körper an diese Sendestelle absenden. Im medizinischen Bereich wird sowas natürlich auch genutzt, zwar nicht mit ganz kleinen Implantaten, sondern vielleicht haben Sie schon mal gesehen auf der Straße, wenn irgendwelche Personen dort herumrennen, die am Gürtel irgendeinen großen Kasten tragen. Und dieser Kasten, das ist nichts anderes als eine Sendeeinheit.
wo Daten aus dem Körper an eine medizinische Empfangsstelle gesendet werden. Und das, so etwas wird sehr oft bei Herzinfarktpatienten eingesendet. Ja, auch bei Herzinfarktpatienten genutzt, die also in einer Klinik sind oder in einem Sanatorium, die dann Ausgang haben, und damit eben die nicht unterwegs irgendeine Herzattacke bekommen, werden eben die Daten vom Herzen ständig über diesen Sender, diesen tragbaren Sender, an das Sanatorium, an die Ärzte dort weitergeleitet. Aber diese gesamte Technik kann man sich natürlich auch anderen Zwecken zunutze machen. Ein Implantat selber ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Man hat also ein Mikrochip. Dieser Mikrochip sorgt dafür, dass die eintreffenden oder ausgehenden Informationen auf das Richtige bewirken. Da muss es irgendeine Send- oder Empfangseinheit geben und auch möglichst eine Energieeinheit, damit das Ganze also auch funktionieren kann. Wichtig bei solchen Implantaten ist auch, dass sie also aus Materialien angefertigt werden, die der Körper nicht abstößt. Ich habe in den 60er Jahren in einer Zeitschrift einen kleinen Artikel gefunden, wo so ein ganzer Katalog aufgeführt wurde, was also Implantate alles, was man dabei beachten muss, was die leisten können. Also Implantate ist nicht erst eine Erfindung aus den letzten 10 oder 20 Jahren, sondern die ersten Modelle wurden schon in den 50er Jahren getestet und eingesetzt. Also die Größe der Implantate hat natürlich auch beständig abgenommen im Laufe ihrer Entwicklung. Man sieht also hier als Vergleich ein amerikanisches 5-Cent-Stück, was ungefähr unserem 10-Pfennig-Stück entspricht. Und daneben sieht man abgebildet Implantate, ich nenne es mal aus der zweiten Generation, also aus den 60er, 70er Jahren. Die sind alle noch relativ groß, und wenn man diese Implantate Menschen einsetzt, auch ohne deren Wissen, dann ist es immer noch die Möglichkeit relativ hoch, dass diese Implantate dann irgendwann wieder entdeckt werden können. Mittlerweile sind diese Implantate auch durch fortgeschrittene Computer und Nanotechnik so weit entwickelt, dass die also nur noch Reiskorngröße haben. Es ist sogar möglich, Implantate aus Metallen zu entwickeln, die durch Röntgengeräte nicht mehr verortet werden können. In den USA erstaunlicherweise kann man auch solche Implantate wieder käuflich erwerben, sofern man genug Geld hat. Diese Implantate dienen nämlich dazu, dass man Kindern reicher Eltern, prominenter Eltern, können diese Implantate eingesetzt werden. Und wenn diese Kinder dann irgendwann mal entführt werden sollten, ist es also problemlos möglich, den Standort dieser Kinder dann mittels Satellit zu ordnen. Und damit eben diese Implantate nicht herausgeschnitten werden können von den Entführern, ist es halt so, dass sie aus Metallen oder aus einer Legierung bestehen, die mittels Röntgen nicht ermittelt werden kann. Die heutigen Implantate, wie gesagt, sind winzig klein. Dort, was ganz vorne an der Fingerspitze ist, dieses kleine Quadrat, das ist also die Größe, die Implantate heute haben. Man kann sich vorstellen, wenn man so ein Implantat irgendwo in einen Knorpel hinter dem Ohr oder in der Nasenscheidewand oder irgendwo einoperiert, dann, wenn man nicht weiß, dass sich dort etwas befindet, man wird also nie auf die Idee kommen, dass man irgendeinen Fremdkörper hat. Die sind wirklich so winzig, und erstaunlicherweise, so winzig sie sind, umso größer sind auch die Möglichkeiten, die diese Implantate haben. In den 60er Jahren war es eigentlich nur möglich, dass man entweder Signale aus dem Körper empfängt oder dass man ganz grundlegende Impulse, wie zum Beispiel leichte Stromstäbe, in diesen Körper hineinschickt. Mittlerweile ist es also möglich, durch Implantate vielfältig Verhaltensweisen zu manipulieren, dass man Menschen dazu bringt, dass sie zum Beispiel Attentate begehen oder dass man Menschen davon abhält, zu protestieren. Alles das ist mittlerweile durch Implantate möglich. Was Sie hier sehen, das ist eine Aufnahme davon, wie ein Implantat verwachsen ist mit dem Nervensystem. Das ist also eine Mikroskopaufnahme, und es zeigt also, wie selbst die haarfeinsten Verästelungen des Nervensystems, wie das Implantat davon eingeschlossen wird. Das heißt also, das Implantat, was eine Empfangsstation ist für gesendete Signale von außerhalb, ist sozusagen dann zum Bestandteil des Nervensystems geworden, und ich kann eben über das Implantat direkt in das Nervensystem Signale, Befehle oder andere Sachen hineinsenden.
Seite passgerecht eingesetzt werden können, ist es natürlich, ist es auch wichtig, dass der Patient oder das Opfer sich bei der Einsetzung dieser Plantate nicht bewegt. Auf diesem Bild sehen Sie halt eine Aufnahme, die von so einer Prozedur gemacht worden ist. Also auch hier, es bedarf keiner außerirdischen Technik. Mittlerweile ist es möglich, durch Spritzen diese Implantate an irgendeiner Stelle in den Körper hineinzusetzen, die gewünscht ist. Es gibt tatsächlich auch Hinweise darauf, dass diese Implantate auch tatsächlich von Regierungsstellen benutzt werden. Es gibt von der IBM-Forschungsabteilung ein Dokument, in dem beschrieben wird, wie ein Häftling in einem US-Gefängnis solche Implantate in einem Experiment ausprobiert worden sind. Und das Ergebnis war, dass also diese Häftlinge, je nach Belieben derer, die diese Implantate eingesetzt haben, gesteuert werden können. Die Echtheit dieses IBM-Dokumentes ist bei einigen umstritten. Natürlich will IBM niemals zugeben, dass es so etwas gibt. Es gibt aber einen anderen Hinweis darauf, dass das, was in diesem IBM-Dokument steht, tatsächlich der Realität entspricht. Und zwar gab es in den 80er Jahren in Großbritannien zwei Kriminologen. Diese Kriminologen haben sich darüber Gedanken gemacht, wie kann ich Verbrecher, wie kann ich Strafgefangene, ohne dass ich sie ins Gefängnis stecke, trotzdem kontrollieren und zu, ja, das jetzt mal angepassten Mitbürgern zu machen. Und die hatten folgenden Vorschlag: Man macht es einfach durch Implantate. Diese Implantate versetzen denjenigen, die sie eingesetzt worden sind, Stromstöße, und zwar immer dann, wenn sie Verhaltensweisen durchführen, die nicht erwünscht sind. Und das IBM-Dokument beschreibt eigentlich nichts anderes als das, was diese beiden Kriminologen aus Großbritannien ungefähr 10 Jahre davor schon rein theoretisch geschrieben haben. Das heißt, hier ist wieder das Phänomen, dass man auf der einen Seite Forschungsberichte hat, die offiziell zugänglich sind, auf der anderen Seite hat man Erklärungen von Regierungsstellen oder Erklärungen von irgendwelchen Stellen der Militärs oder in diesem Fall von IBM, wo bestimmte Techniken und die Anwendung dieser Techniken beschrieben werden. Und beides ist für jedermann öffentlich zugänglich, sofern man weiß, wie man im Internet oder in Bibliotheken danach suchen muss. Also im Grunde genommen machen sich diejenigen, die diese Mind-Control-Techniken nutzen, gar nicht so eine große Mühe, das alles vollständig geheim zu halten. Natürlich werden sie nirgendwo einen Bauplan für ein Implantat bekommen, aber sie bekommen sehr viele Hinweise darauf, wie die erforscht werden, wer sie erforscht hat und wo sie genutzt werden. Und diese ganze Sache, die schreit eigentlich geradezu danach, dass man dort weiter forscht und versucht, noch mehr aufzudecken. Denn die Techniken, die ich Ihnen bis jetzt berichtet habe, wenn die wirklich im großen Umfang eingesetzt werden, dann ist also die persönliche Freiheit des Menschen ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir sind alles nur noch Marionetten in den Händen derer, die solche Experimente, solche Mind-Control-Techniken einsetzen. In den USA gibt es ungefähr seit 10 Jahren Gruppen, Bürgerrechtsgruppen, die gezielt solche Machenschaften der Herrschenden aufdecken. Es gibt Selbsthilfegruppen mittlerweile für Opfer dieser Mind-Control. Es gibt eine ganze Menge Prozesse, die gegen Betreiber von Mind-Control-Sachen angestrengt worden sind. Nicht nur das Projekt MK-Ultra, was ich schon erwähnt habe, hat es Gerichtsprozesse gegeben. Auch HAARP in Alaska, was wahrscheinlich auch jeder von Ihnen kennt. HAARP in Alaska ist ja nichts anderes als eine riesige Anlage, die elektromagnetische Wellen an jedem beliebigen Punkt der ganzen Welt senden kann. Und ich habe eben genug darüber erzählt, was elektromagnetische Wellen bewirken können. Also auch HAARP dient mit Sicherheit dazu, Mind-Control mittels elektromagnetischer Wellen überall auf dieser Welt möglich zu machen. Dadurch, dass sich nun einige beherzte, mündige Bürger in den USA dieses HAARP-Projekts angenommen haben und dass sie wirklich gezielt nachgefragt haben, ist überhaupt erstmal aufgedeckt worden, was HAARP überhaupt ist. Ansonsten hätte sich niemand darum gekümmert, denn würden die wahrscheinlich jetzt fröhlich weiterwerkeln und die ganze Welt wäre noch ahnungslos. So eine ähnliche Ahnungslosigkeit besteht leider hier in Deutschland noch, weil es hier in Deutschland bislang noch niemanden gegeben hat, der gezielt Mind-Control-Techniken in Deutschland aufdeckt, der auch gezielt Menschen dazu ermutigt, die Opfer von Mind-Control sind, dass die sich mal Gehör verschaffen. Und deswegen ist mein Aufruf an Sie, und das ist eines der Ziele, die ich mit dem Buch, was ich geschrieben habe, was ich damit erreichen möchte, ist, dass auch hier in Deutschland diejenigen Opfer von Mind-Control, die es ohne Frage eigentlich geben muss, dass diese sich melden bei mir, dass die Fälle, die Grausamkeiten, die ihnen widerfahren sind, dass die dokumentiert werden und dass man dann klipp und klar sagen kann, hier in Deutschland wird das und das gemacht,
und dass die Herrschenden, die Regierung Rede und Antwort stehen müssen. Wenn dieses nicht geschieht, wenn diese Praktiken nicht aufgedeckt werden, dann ist es in 10 Jahren so weit, dass es niemanden mehr gibt, der diese Praktiken aufdecken kann, weil wir alle höchstwahrscheinlich im Mann kontrolliert sind. Ich bin gerne bereit, dann mich mit Ihnen entweder persönlich in einem persönlichen Gespräch zu treffen. Es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten, dass also das, wenn Ihnen so etwas widerfahren ist, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Zum Schluss darf ich noch hinweisen auf das Buch, was Sie zu diesem Thema geschrieben haben. Sie werden sehr vieles von dem, was ich in diesem Vortrag erzählt habe, in dem Buch wiederfinden. Das Ganze natürlich noch ausführlicher. Vieles konnte ich auch hier nicht mehr ansprechen, weil die Zeit für dieses umfangreiche Thema auch nur begrenzt ist. Wenn Sie also in Zukunft sich irgendwann mal niedergeschlagen fühlen oder depressiv fühlen, es kann sein, dass diese Gefühle nicht aus Ihnen herauskommen, sondern dass sie durch irgendwelche Mindkontrolltechniken hervorgerufen werden, was hier so etwas scherzhaft in diesem Mindkontrollometer, in dieser Zeichnung da aufgeführt ist. Also Ihre Gefühle, achten Sie bitte darauf, es müssen nicht unbedingt Ihre eigenen sein. Damit bin ich am Ende meines Vortrages angelangt und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.